Liebe Gemeinde, mit dem Präludium aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier haben wir heute Morgen angefangen. Isabel van Rensburg, Organistin der Skölkranz-Gemeinde, begleitet mich an der Orgel. Das Te Deum ist ein altkirchliches Gebet, von der die Legende sagt, dass der Bischof Ambrosius und der römische Offizier Augustin es im Wechsel gebetet haben nach der Taufe von Augustin. Te Deum Laudamus, dich Gott loben wir. Das Gebet ist ein großer Lobgesang. In unserem evangelischen Gesangbuch finden wir eine deutsche Übersetzung von Martin Luther in der Nummer 191, Herr Gott, dich loben wir, oder der sogenannte ambrosianische Lobgesang, großer Gott, wir loben dich, EG 331. Unser zweites Stück lobt und preist den gen Himmel gefahrenen und erhöhten Christus, den, der sitzt zu Rechten des Vaters, wie wir im apostolischen Glaubensbekenntnis beten. Der Text kommt aus der Offenbarung im 11. und 19. Kapitel. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Nun gehört die Herrschaft der Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. König aller Könige und Herr aller Herren. Im Halleluja-Chor aus dem Messias ist dieser Text sehr ergreifend und gewaltig vertont, weshalb der englische König George II. Bei der Premiere in London aufgestanden ist, ist nicht klar. Wenn wir uns im 21. Jahrhundert von den Plätzen erheben, dann sollten wir es tun als Bekenntnis und als Ehrerbietung dem erhöhten Christus, dem Herrn der Herren, dem König der Könige, dem, der sitzt zur Rechten des Vaters.